So Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video und zwar, wie ihr es wahrscheinlich schon im Titel seht, das Video ist wieder ein bisschen umfangreicher. Es geht zum einen um eine Challenge, die wir vor 2 Wochen gedreht haben und meine Weihnachtsgeschenke, die ich bekomme, aber vorab erstmal frohe Weihnachten an alle und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe natürlich, dass ihr alle gesund seid, das bekommen habt, was ihr euch gewünscht habt oder beziehungsweise auch eine schöne Zeit hattet mit eurer Familie, wenn ihr zum Beispiel schon ausgezogen seid, dass ihr dann viel Zeit dann auch mit eurer Familie verbracht habt oder auch insgesamt, wenn ihr in dem Alter seid wie ich. Auf jeden Fall frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr, aber dazu folgt noch ein Video, also vom guten Rutsch ins neue Jahr. Auf jeden Fall zeige ich jetzt erstmal meine Weihnachtsgeschenke, die ich zu Weihnachten bekommen habe. Und ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr alles so bekommen habt. Aber ich würde sagen, erstmal starten wir mit meinem Video. Dies besteht zum einen aus diesem Kühlschrank, den ihr hier schon seht. Das hatte ich ja angekündigt, aber es ist am Endeffekt doch ein anderer geworden. Der ist nämlich von der Marke Exquisite. Und dieser Kühlschrank ist eigentlich recht cool. Ja, den gab es beim Mediamarkt und ich habe mich dann doch entschieden, dazu örtlich zu kaufen, anstatt auf Amazon. Weil hat man Garantie drauf. Das Ding ist jetzt noch nicht in Benutzung, weil ich einfach noch nichts habe, was ich da reinstellen kann. Hier oben ein Ablagefach, was relativ groß ist. Unten nochmal ungefähr die Hälfte der Größe, weil hier hinten ist so eine Wand. Und dann ganz einfach auch, geht die von alleine zu. Wenn man die ein bisschen berührt, geht die von alleine zu. So, Punkt 2 bezieht sich mal wieder auf meinen PC. Das ist das Rocket Kanga, was über die gesamte Breite geht, also auch unter Tastatur, unter meiner Black Widow von Razer und unter meiner Maus von Logitech geht dieses komplette Mauspad drunter lang. Der nächste Punkt ist diese kleine Lampe hier. Das ist so eine kleine Lampe, wo ich hier die Uhrzeit angezeigt bekomme, was außerdem nicht richtig ist. Hier ist eine Touch-Funktion drin. Ganz cool, einfach eine Schreibtischlampe, nichts Besonderes. Ja. Viele wissen, dass ich ja jetzt ein Moped habe, weil ich meinen Führerschein geschafft habe, meinen Autoführerschein. Habe mir natürlich das Equipment dafür gewünscht, sagen wir mal so, und habe das hier bekommen. Das ist der Helm, Handschuhe und der Nierengurt. Mehr braucht man nicht bei einem 50er Moped, sagen wir mal so. Mal auseinander sind diese Handschuhe, ganz easy. Dieser Nierengurt, meiner Meinung nach sieht er echt gut aus, ist auch echt gemütlich. War runtergesetzt bei dem Laden von 150, im Internet kostet er auch 150 auf 70 und haben wir gedacht, wir nehmen den hier. Ich hoffe, ihr hört mich hier noch, ne? Ganz einfach, sitzt auch richtig. Kann man hier unten zuschneiden, ganz cool ist. Da muss ich aber erstmal den Knopf hier finden auf der Seite. Ja, kann ich runterklappen lassen, das ist ein Sonnenblende. Dann werden euch auch coole Motovlogs ja, erwarten, sagen wir mal so. Ja, dann kommt hier einfach ein Mikrofon rein. Hier oben eine GoPro. Und dann wird's abgehen. Eine weihnachtliche Challenge. Ein bisschen tiefer in der Kamera, wenn bitte, dankeschön. Ein bisschen näher ran. Okay, ja, Tore ist hier schon im Nachfall, denn wir machen heute eine relativ cringe Challenge. Wir haben uns gedacht, was kann man an Weihnachten Besseres machen und an einem Abend, wo man bei Tore übernachtet. Ihr seht schon die Umgebung hier. Dazu werden auch andere YouTube-Projekte kommen. Jeder hat 10 Lebkuchen. Das ist ja klar zu Weihnachten, ne? Also von gut und günstig. Und wir werden das jetzt auf Zeit essen. Da hab ich da links, da rechts hat Toro und guckt euch mal diesen geilen Mini-Kühlschrank da drunter an, Alter. Ich feier den einfach, Toro. Hast du eine gute Investition gemacht? Ja, vor allem der Pizzakarton da drüber. Irgendwas noch mit umgestalten vom Zimmer wird hier noch kommen, da wird noch ein bisschen was kommen, ja? Und wie gesagt, ich nehme den linken Teller, Toro nimmt den rechten Teller. Und ich würde sagen, let's go. Instagram. Hä?
Stellen keine Song. High Quality Content, bitte abonnieren. No problem! Guten Appetit noch, ne? Viel Spaß! Alter. Willkommen zu der Abmoderation! Ja, also wir haben ja hier noch diese Lebkuchen, ne? Und die Strafe ist, dass Steven muss aus diesem Käsedip, den wir von Edeka nur Sponsorship haben, muss er hier das reintun und dann essen. Das ist die Frage schon. Gar nicht so scheiße, oder? Kann ich mir nicht vorstellen, wenn ich ehrlich. Ja, du musst das jetzt essen. Das ist so eklig, Alter. Ja, komm, um fair zu sein, hier kannst du auch noch einen kleinen haben, ne? Oh mein Gott, Alter. Geil, toll, Alter. Junge, 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 Junge. Da hol erstmal noch rein, ne? Hinterher dann. Fuck. Man denkt so, das wird geil, ne, nachdem man den Käsedip nimmt und dann kommt dieser kacke Lebkuchen rein, dann denke ich mir, oh du Bruder.